Wird Michael Spindelecker nach der Sitzung noch ÖVP-Chef sein? Na, wie kommen Sie auf diese Frage? Naja, weil es ist doch ein schlechtes Wahlergebnis. Und bitte, das ist ein schlechtes Wahlergebnis. Der Abstand zwischen der ÖVP und der SPÖ ist enger geworden. Noch einmal zum Quereinsteiger. Man hat doch einen Quereinsteiger genommen, um doch wesentlich mehr zu erreichen. Und das macht man das zweite Mal. Und das zweite Mal hat man mit einem Quereinsteiger jetzt nicht unbedingt den tollen Erfolg. Hans-Peter Martin hat ja der SPÖ doch auch sehr viel gekostet. Ich habe jetzt nicht alles verstanden, was Sie mich gefragt haben. Ich kann nur sagen, dass der Abstand zur ÖVP geringer geworden ist. Was mich schmerzt, ist, das sage ich ganz offen, dass die FPÖ dazu gewonnen hat, so stark dazu gewonnen hat. Das muss man auch akzeptieren. In der SPÖ gibt es wenig Anzeichen, dass der Kanzler große Veränderungen an Kurs und Personal vornehmen will. Die Roten haben ja 139 Stimmen gewonnen. Rhetorik des Zweitplatzierten. Herr Bundeskanzler, sind Sie enttäuscht? Nein, weil ich habe mir gewünscht den ersten Platz, das ist es nicht geworden, aber dafür ist es, und das hat doch der Wahlkampf bewiesen, wir haben den Abstand zum ersten verringert, wir halten die Mandate und das nächste Mal haben wir eine Chance am ersten Platz. Jetzt ist die SPÖ in Wien. Abruptes Ende eines Interviews. Dabei hätte uns noch interessiert, warum die SPÖ in Wien ein Jahr vor der Gemeinderatswahl auf nicht einmal 30% kommt.